Willkommen zu langer Zeit mal wieder zu einer Runde Missile Wars und wir machen heute die Trackpad Challenge 2.0. PP 1.14 ist wieder da und ich kämpfe hier gegen zwei andere Leute und sterbe erstmal direkt. Ich habe schon eine Trackpad Challenge letztes Jahr gemacht im Sommer 2018, als ich im Urlaub war. Und ich bin wieder hier am Laptop, habe nur das Trackpad, aber diesmal habe ich zumindest mein Mikrofon. Das heißt, audiotechnisch sollte es zumindest ein bisschen besser sein als normal. Ich denke nicht, dass ich eine große Chance haben werde, da ich nicht gerade viel FPS habe und wie gesagt, es ein 2v1 ist und der eine Gegner schon da drüben angreift, aber ich werde trotzdem mein Bestes tun. Ich habe es wirklich, seit die 1.14 da ist, noch nicht sehr oft gespielt, bin meistens auf Survival Online und ich hatte ja eigentlich auch versprochen, dass noch ein großes Video zum Update kommt. Das, verdammt, ich springe erstmal runter, auch gut, das wird auch noch kommen. Aber ich werde wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen warten, bis ich anfange, das zu produzieren, weil ich zumindest will, dass es dann mal einen Public Warship gibt, um euch das alles zu zeigen. Also keine Angst, es wird kommen, aber wartet auf jeden Fall noch ein, zwei Wochen davor, darauf, bis es kommt. Aber es werden auf jeden Fall noch andere Videos kommen, die stattdessen geplant sind. Ich hasse diese neuen Raketen, ich bin noch nicht der größte Fan von dem Plugin, aber zumindest ist nichts explodiert, was auf jeden Fall schon mal ein großes Plus ist. Aber ich habe auch schon mal mit Lufen unter anderem drüber geredet, was hier so alles geändert wurde. Und da werden auf jeden Fall noch so ein paar Fixes und Änderungen kommen, die ich auf jeden Fall sehr begrüße. Ich springe mal runter, zumindest habe ich viele Items, aber ich bin wie gesagt nur am Laptop im Trackpad, das heißt, es ist nicht ganz so toll. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, ob ich die letzte Folge... Wow. Ob ich die letzte Folge gewonnen habe, als ich dann Trackpad-Challenge gemacht habe. Zumindest ist es nicht ganz so einfach, weil ich gerade die 2v1 spiele. Komm, wir lassen die Missile jetzt einfach mal explodieren. Wo sind denn überhaupt die Gegner? Ist vielleicht auch eine gute Frage. Da vorne bei dem Schild ist einer, der Gegner ist gestorben, Marcianer. Und ich denke mal, da hinten dürfte der andere sein. Also beide Gegner sind auf jeden Fall drüben und keiner hat mich bis jetzt angegriffen. Also ein paar Sachen, Knockback-Stick wäre cool. Die Items im Inventar verschieben, Rückkehr von den alten Maps wäre cool. Was waren noch so Punkte? Man hat hier eine Höhenbegrenzung, das ist jetzt nicht optimal. Pfeile kann man einerseits nicht einsammeln und ebenfalls kein TNT mitzünden. Oder vielleicht kann man doch jetzt TNT mitzünden, auf jeden Fall konnte man es am Anfang nicht. Und es gab auch ein paar viele Bugs, dass man zum Beispiel nicht gewinnen konnte, was richtig nervig war. Der stirbt auf jeden Fall schon mal. Oh, wie immer die großen Missile setzen, dadurch, dass die ganzen neuen Namen haben, das ist ja eigentlich das Plugin von Sea Giants, oder zumindest weitgehend, und es geht alles hoch, und deswegen kenne ich leider die ganzen Namen nicht mehr. Es gibt zwar ein paar gleiche Missiles, die es auch schon früher gab, aber ein paar Sachen wurden auch geändert. Wir lassen das mal hochgehen, das dürfte die mitzünden, sehr schön, aber die hier vorne hat überlebt, das ist auch angenehm. Genau, also Skybolt, wie gesagt, Piranha, genau, die gab es nämlich zum Beispiel wieder früher auch auf PP. Juggernaut gab es auch, Tomahawk auch, aber zum Beispiel Skybolt sagt mir jetzt selbst nichts, da ich noch nicht genug Runden gespielt habe. Weil es halt oft auch Bugs gab, dass hinten das Portal nicht kaputt gegangen ist, obwohl man, oder man nicht gewonnen hat, obwohl das Portal kaputt war. Das heißt, da gab es auf jeden Fall ein paar Bugs, aber hier der Feuerball, der trifft jetzt viel besser, wie ihr sehen könnt. Das heißt, das ist auf jeden Fall angenehm. Und dafür, dass ich nur ein Trackpad habe und keine Maus und aktuell zu zweit spiele, läuft es echt nicht schlecht. So, ich habe jetzt abnormal viele Missiles da reingesetzt. Es geht zwar meist nicht darum, mit Missiles was zu tun. Es hat mir wahrscheinlich auch nicht viel geholfen. Ja, ist zwar ein Loch da, aber so viel bringt es nichts. Ja, zumindest habe ich ihn gekillt. Sterb bitte, sterb. Ja, er ist doch gestorben, sehr schön, das war knapp, weil ich habe natürlich auch nicht gerade den besten Klickspeed, wie ihr euch vorstellen könnt hier. Das heißt, das ist dann auf jeden Fall ein bisschen unpraktisch. Aber da ich in nächster Zeit oft nur am Laptop bin, könnt ihr euch gerne mal auch andere Challenges überlegen, die man vielleicht machen könnte nur am Laptop. Also ich hatte es auch schon mal im Stream, glaube ich, angekündigt, wo PP geupdatet hat, dass ich auf jeden Fall nochmal ein neues Let's Show machen will. Fahr halt einfach durch, Missile, warum auch nicht. Nee, dass ich auf jeden Fall nochmal ein neues Let's Show aufnehmen will von meinen normalen alten Wargears, also Wargear V
1 bis V8. Das wird auf jeden Fall demnächst kommen. Aber sonst normale Fights wird es geben, wenn es mal ein paar mehr Publics gibt. Weil wirklich, ich hoffe, da unten ist keiner drauf. Weil ich finde, es macht dann wirklich eher weniger Spaß, immer nur mit einem Public gegen das gleiche andere zu fighten. Aber ich glaube, das geht euch ähnlich. Wie gesagt, das ganze PP-Video zum Update lohnt sich halt wirklich auch erst, wenn es mal ein Warship-Public gibt. Ich denke, da könnt ihr mir auch zustimmen. Es geht alles hoch, juhu. Redstone-Blöcke sind noch da, da unten ist hoffentlich keiner drauf. Ein Gegner ist da, ein Gegner ist da. Wir greifen an. Nein! Mit einer Maus hätte es was vielleicht gebracht und genützt. Es wäre was geworden, aber so nicht. Ich habe ihn zumindest getroffen. Sterb. Ist gestorben, sehr schön. Probieren wir zumindest die Missile mal aufzuhalten. Die Betonung lag auf probieren. Okay, der Gegner da unten nervt mich. Zum Beispiel hier sind noch Juggernauts. Die gab es zum Beispiel früher auch. Aber so haben wir das schon mal aufgehalten. Und die ist mir eigentlich gerade relativ egal. Ja, komm, halten wir die auch auf. Sehr schön. Verdammt, jetzt geht die auch hoch. Ich wurde vom Bohr getroffen. Was ich gut finde, ist, man jetzt so in der XP-Anzeige eine Anzeige hat, wie viel es noch dauert, also wie lange es noch dauert, bis man wieder neue Missiles bekommt. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ah, verdammt, wie schlecht bin ich. Ich bin auch explodiert, das ist immer gut. So, ich nehme jetzt einfach hier einen Punkt und jetzt greife ich einfach mal an, es bringt sonst nichts mehr. Die sind ziemlich schnell, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißen, was ein bisschen unlucky ist. Bitte bleibt nicht da hängen, das wäre auch nicht so toll. Komm, wir ziehen einfach durch. Das könnte der Try werden. Werden, ja genau. Pff, Deutsch ist auf jeden Fall am Start. Ich lebe noch. Es explodiert. Ich glaube, es ist nicht durchgekommen, aber zumindest... Ja, wir haben gewonnen. GG. Team 2 Grüne sind wir. Wir haben gewonnen. Easy. Das Portal war ganz da hinten, aber ich bin auf jeden Fall durchgekommen und es ist ja das explodiert. Also, wie auch immer, 30 Planets, also hier. Jetzt sind die 715 Planets am Start. Aber okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Das war die Runde Missile Wars. Nein, wir spielen nicht noch eine. Aber trotzdem hier Trackpad Challenge 2.0 gegen zwei Leute gewonnen. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, könnt gerne mal nachschauen, wie es bei der ersten Challenge war. Ich verlinke dir einfach meine Infocard, Trackpad Challenge, ob ich da gewonnen habe oder nicht, weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und ich hoffe, Audioqualität und so war in Ordnung und dass zumindest ein paar FPS im Aufnahmeprogramm angekommen sind. Und dann sehen wir uns bald wieder zum zweiten Video. Ciao!